Hi, heute mit dem Video dazu, wie du deinen Juckreiz verwenden kannst, um dich von der Krankheit Neurodermitis beispielsweise zu lösen. Gerade jetzt ist es im Moment perfekt, weil es ist so heiß, so verdammt heiß, dass der Stress höher kommt und so weiter, man kratzt sich häufiger. Aus diesem Grund kannst du jetzt besonders wachsam sein, denn immer dann, wenn du dich kratzt, dann stimmt irgendwas nicht. Das heißt, du kannst deinen Juckreiz dazu verwenden, tiefer zu gehen und dich zu fragen, okay, warum kratze ich den jetzt eigentlich? Und dich damit dann auch von deiner Krankheit zu lösen. Mein Vorschlag an dich, nimm dir einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise morgens, mittags oder abends, an dem du dir vornimmst, okay, jetzt hinterfrage ich diesen Juckreiz und schaue, woher das Ganze kommt. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Jedes Mal, wenn du diesen Juckreiz spürst und dich kratzen möchtest oder dich schon kratzt, dann frag dich, okay, welche Situation befinde ich mich gerade? Ist es eine Stresssituation? Wenn ja, was für eine? Frag dich auch, was fühlst du in dem Moment? Was sind deine Gedanken? Wenn du in dem Moment noch nicht sofort deine Gedanken erkennen kannst, es ist sehr schwer, die in dem Moment, wo sie auftreten, direkt zu erkennen, dann frag dich, okay, welche Gedanken hatte ich in dem Moment, wo ich mich gekratzt habe, und versuche das Ganze zu rekonstruieren. Dann anschließend schreib dir auf, weshalb du dich gekratzt hast. Dann später im späteren Tagesverlauf schau dir genau an, welche Lösung kann ich mir bieten. Das heißt, welche Gedanken habe ich, warum kratze ich mich, was hat das damit zu tun, welche Lösung kann ich mir dafür bieten. Eine Lösung, die in dem Moment ganz, ganz schnell verfügbar ist und die dir hilft, nicht mehr zu kratzen. Kurzes Beispiel, um das Ganze konkret zu machen. Bei mir ist es so, wenn ich mich kratze, dann liegt es daran, dass ich mich zwischen einer Handlung und einem Gedanken befinde. Ja, das heißt, ich habe mich noch nicht entschlossen, will ich jetzt gerade über was nachdenken oder möchte ich jetzt gerade irgendwas machen. Zum Beispiel, wenn ich den Müll rausbringe, bin ich kurz am Zweifeln und überlege kurz. In dem Moment hilft es mir, nachdem ich erkannt habe, dass ich in dem Moment zweifle, spontan zu sein. Einfach was Spontanes zu machen und damit eine neue Situation zu kreieren. Und seitdem ich das in mein Leben integriert habe, ist es so, dass ich den Juckreiz nutzen kann, um mich wirklich von meiner Neurodermitis immer stärker zu lösen und, was viel wichtiger ist, meine Alltagssituation zu verbessern. Denn ich merke, dass mir diese Spontanität einfach leichtes Leben und viel Stress erspart. Also für dich nochmal zusammengefasst, 5 Punkte. Bevor du diese 5 Punkte nimmst, solltest du dich fragen, wann möchtest du diese Beobachtung machen? Möchtest du diese Beobachtung morgens machen, mittags oder abends? Wirklich ein präzises Zeitfenster dir überlegen, wann du deinen Juckreiz hinterfragen möchtest. Dann erster Punkt, wenn du dich kratzt, warum kratzt du dich? Was sind deine Gefühle? Was sind deine Gedanken? Zweiter Punkt, schreib deine Gedanken oder deine Gefühle auf, vielleicht auf dem Handy, kurze Notiz, und schreib dir auch, mach einen Strich vielleicht hinter, wenn das häufiger vorkommt. Dritter Punkt, überlege dir nachher eine Lösung. Überleg dir also, was kann diesen Gedanken auflösen? Was hilft mir in diesem Moment? Das muss was ganz Praktisches sein, was du schnell umsetzen kannst, damit du auch schnell in deinem Alltag eine Lösung dafür findest. Nächster Punkt, teste das Ganze. Lass dir 7 Tage Zeit, versuch das Ganze einmal auszuprobieren und wenn es dir hilft, schön, wenn es dir nicht hilft, kann es daran liegen, dass den Grund, den du herausgefunden hast, möglicherweise nicht der Kerngrund ist, für den du am Kratzen bist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, mich würde es interessieren, wie du das Ganze hältst, wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe brauchst, schreib es mir, ich helfe dir sofort. Und ich freue mich drauf, dich im nächsten Video zu begrüßen. Mach's gut, ciao.